Hey Ralf, damals auf den Spielplätzen, ne? Kannst du dich noch an die Rutschen erinnern? Sensation, oder? Raketen runtergerutscht, am Arsch, am Bauch, am Kopf, im Stehen, auf die Knie. Hey, im Stehen war am besten, so mit Sand vorher drauf und dann im Stehen. Ja, ich fand immer auf die Knie am besten. Ja, hätte es damals schon die Bierrutsche gegeben, wäre die Sache vielleicht anders verlaufen. Die Bierrutsche, was ist denn das? Wir haben sie bekommen und wir stellen sie euch heute vor. Ein Review, ein Gadget-Review. Heute kein Bier, sondern ein Gadget. Also der Karton macht mir aber ein bisschen Angst, ne? Und der Karton ist großer Karton. Alter. So. Die Bierrutsche wird im Prinzip, ist das nichts anderes als ein Baus halt jetzt zusammen. Vorratsbehälter für euren Kühlschrank. Ja. Wieso baus halt jetzt zusammen? Das muss man doch erstmal machen. Ja eben, wie macht man denn das? Dachte, du weißt es. Scheiße. Das kann ich schon wieder nicht leiden, das ist nicht einmal eine Anleitung. Nö. Okay. Hier steht kalt raus. Das ist schon mal gut. Wieso ist da keine Anleitung dabei? Das geht gar nicht. Lass uns mal auf die Homepage schauen. Also bis ich herausgefunden habe, wie das geht über die Anleitung, hast du das schon irgendwie alleine entdeckt? Ah, wie wird die Bierrutsche zusammengebaut? Hier eine Anleitung zum Download. Also zuerst die Seitenteile hoch, dann die Teile rein und dann hat man eigentlich einen fertigen Karton. Das war dann doch fast ein wenig selbsterklärend. Das ist wie bei den Ikea-Teilen. Man weiß, wie es geht, man hat nur nicht die Geduld, oder? Ah, die sind vorgeknickt, die braucht man also nur nachknicken. Sehr einfach. Jetzt steht hier, so sieht es schon mal aus, schaut mal so. So. Das ist so eine Schräge jetzt drinnen und damit, da würde dann das Bier runterrollen und hier unten ist dann das Loch. Und da steht jetzt auch schon drin, dass man jetzt schon mal 0,33 Liter Flaschen einlagern soll. Ich hol sie. Hol sie mal. Das ist übrigens ein kleiner Nachteil jetzt für uns. Oh, warte mal hier, da ist aber was. Ein kleiner Nachteil für uns, weil bei uns gibt es nicht so viel 0,33 Liter Flaschen. Das ganze Ding bräuchten wir eigentlich mit den großen NRW-Flaschen. Ja. Soll es aber angeblich auch mit den anderen Flaschentypen geben. So, so sieht das Ganze aus. Ich vermute, jetzt müssen wir einen Deckel drauf machen. Jetzt muss irgendwie der Deckel drauf. Das ist der zweite Deckel praktisch. Das ist praktisch der... Für oben. Weil wir zeigen euch das mal ganz kurz. So sieht das jetzt mal aus hier. So. Und hier kommt praktisch das Bier dann... Hier kommt praktisch das Bier dann später wohl raus. Entschuldigung, ja, ich check's nicht, ich bin blöd. Na, das ist so. Und jetzt? Da sind aber keine Nibbel da drinnen, wo man das hier aufmachen kann. Also man braucht fünf Leute. Ja, zu fünf könnte man das easy. Yeah. Ah, jetzt sieht es gut aus. Und die Flaschen kommen dann da so rum. Frage mich gerade, wie lange die Lebensdauer sein kann davon. Jetzt muss man sehen. Genau. Eigentlich ist jetzt der Plan, dass hier der Kühlschrank scheinbar das Fach ist. Ja. Und das zeigen wir euch jetzt, weil ich habe den Kühlschrank nämlich extra leergeräumt dafür. So, da ist der Kühlschrank. Da unten ist... Oh, was liegt denn da noch drin? Das ist Bastard? Double Bastard. Double Bastard liegt da noch drin. Also gut, schauen wir mal. Ja, vergiss es. Jetzt darf ich den ganzen. Das passt nicht nahe, oder was? Ja, das müssen wir da oben nahe tun jetzt. Da doch nicht oben nahe. Scheiße. Warte mal, wir müssen praktisch das alles in eine Stufe höher stellen. Machen wir kurz aus. Jetzt probier's mal aus. Ja, weißt du, was ich jetzt schon ein bisschen blöd finde? Ich finde diese Dinger hier, die sind völlig schwachsinnig, weil du kommst niemals mit den Händen da so rein. Du musst es von hinten nehmen. Passt ja gigantisch rein.
Also ich habe einen normalen Kühlschrank, das ist echt kein besonderer Kühlschrank, aber irgendwie... Das kriege ich nie mehr raus. Ich weiß ja, wie es das jetzt verzogen hat. Also gut, ich hole mal eins raus, oder? Genau, jetzt zeigen wir euch mal, wie das geht. Also hier aus. Ah, frisch gekühltes Bier. Scheiße. Jetzt an der hat sie verklemmt. Jetzt ist da. Aber ich das oben wird so nachgefüllt. Bitte, du musst ja wirklich hier so rein und dann... Okay, jetzt ist das andere wieder raus. Oh, das macht Spaß. Und oben einfach rein. Und unten raus. Und oben rein. Raus, oben rein. Jemand Staub. Jemand Staub. Jetzt guckt nichts mehr. Das, wo hängt denn das? Da vorne. Da. Geht's nicht weiter. Hängt's an der Lasche hier. Boah, jetzt aber. Jetzt hängt's wieder. Jetzt. Okay, jetzt muss ich warm laufen. So, hängt's wieder. Ist das jetzt, weil der Kühlschrank das zusammenspackt, oder? Ja, ehrlich. Das schiebt's hier, schiebt's es zusammen und dann hängt's immer an der Stelle. Hey. Jetzt sind wir wieder hier für ein Fazit. Unser Fazit zur Bierrutsche. Ha. Also, die Idee finde ich super. Also die Idee, da so einen kleinen Bier, automatischen Bier-Dings zu haben, finde ich schon mal cool. Ja, es ist auch geil, weil es eigentlich dann schön gelagert wird. Man kennt ja das, wenn man es dann so reinschiebt, dann zieht man eins raus und ist bestimmt jedes Mal passiert, dann fliegt eine Flasche dann mit raus, eine zweite. Ne? Genau. Und das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall. Was ich ein wenig suboptimal gelöst finde, ist die Größe. Ja, irgendwie passt es anscheinend nicht in jeden Kühlschrank. Da stelle ich, also ich habe einen normalen Kühlschrank, der ist doch nicht anormal, oder, der Kühlschrank? Wer weiß, wo es ist. Also mir kommt der eher sogar gut groß vor. Mhm. Aber das Ding passt nicht rein. Das sind also so am Kühlschrank sind so Laschen, so, wie heißen die? Sind diese Einschiebevorrichtungen? Ja, Einschiebevorrichtungen für die Böden. Und schon spackt sich das ganze Ding zusammen. Wir verbessern das ganze Ding mal ein bisschen. So, ja, sieht besser aus. Also, probieren wir gleich nochmal. Wir haben es drauf. Einmal Version 2.0. Wie heißt es? Fixed by Beer Probierers. Ey, super. So kann sich das. Also die zwei Laschenteile einfach abschneiden und schon ist das ganze Ding gefixt. Ja, die Idee ist gut. Wenn ihr Platz habt im Kühlschrank oder vielleicht habt ihr so einen Vereinskühlschrank oder so ein Quatsch, dann ist das auf jeden Fall eine witzige Geschichte. Ich gebe dem ganzen Ding 3 von 5 Punkten. Weil, super Idee, gefällt mir gut, braucht zu viel Platz im Kühlschrank, Abzug und so die Verarbeitung, mache ich mir so ein bisschen Sorgen, ob das, wie lange das hält. Das wollte ich nämlich jetzt gerade noch sagen, ich glaube nämlich, dass das höchstens eine Feier aushält. Ach Quatsch, das hält mehr als eine Feier aus. Na, ja. Das ist dann noch ein bisschen ein Siffi drauf, ja, dann wird er weich. Na gut, wenn du reinreierst, wo ist das Bier raus? So? Ja, hast du schon in den Kühlschrank reiert? Das ist mir jetzt aber neu. Na, habe ich auch 3. 3 von 5. 3 von 5 von den Bierprobierern für diesen Review von der... Und die Löcher könnten sie sich sparen. Bierrutsche. Naja, es ist halt zum Angeben zum Kühlschrank oder so. Naja, aber trotzdem musst du es dann absetzen, um es dann wieder neu zu nehmen. Na, die finde ich schon ganz gut, die Löcher. Also ich greife gerne in so Löcher rein. Wenn ihr ein geiles Gadget, ein Bier-Gadget kennt, das wir testen sollen, dann sagt uns Bescheid. Wir hangeln uns durch für euch. Das kann ich nie mehr nochmal anschauen. Servus, macht's gut. Peace.